Похоже, с другой стороны комната. Это ключ. Сюрпризов тут хватает. Wolfberg-Protokolle, Befrager Helga von Schaps, Befragter Patient Nummer B6, Rudolf Trommler. Schuster leidet unter Depressionen, Wahnvorstellungen, Bettnässen. Sagen Sie, Herr Trommler, fertigen Sie gerne Schuhe an? Ja, sehr gern. Das Einzige, was ich kann. War Ihr Vater Schuster? Das war er. Wollten Sie hier etwas anderes werden? Nein. Ich meinte natürlich ja. Als Kind. Und was? Ich wollte malen. Ah, ein Künstler. Gefällt Ihnen meine Sammlung? Ja. Aber das ist doch verbotene Kunst, oder? Ja, leider. Das hier gehört zu meinen Lieblingswerken. Elfriede Lose Wächter, kennen Sie sie? Brillante Malerin. Verrückter Geist. Ihre Porträts der Patienten, die sie während ihres Aufenthalts in der Heilanstalt gemalt hat, sind zauberhaft. Das bleibt doch unser kleines Geheimnis, oder? Aber wir haben genügend über Kunst gesprochen. Sprechen wir über Sie. Was wollen Sie über mich wissen? Etwas fein? Oh, ja, bitte. Oh, Wurst vom Delikatessenladen Hirsch. Vielen Dank. Sie sind in Wolfsburg geboren und aufgewachsen, richtig? Das ist richtig, ja. Und Sie haben Ihr gesamtes Leben dort verbracht, richtig? Ja, richtig. Kennen Sie die Geschichte von Wolfsburg? Oh,
wissen, was wir in der Schule lernen. Mhm. Verstehe. Was ist mit Träumen, Herr Trommler? Ich kann Ihnen nicht folgen. Einige Leute spüren Dinge, wenn sie träumen. Sie haben eine Art Feingefühl für Ereignisse, die in Vergessenheit geraten sind. Esoterisches Wissen über Dinge, die von der Welt vielleicht vergessen werden sollten, aber stattdessen als Spuren in unserem kollektiven Bewusstsein schlummern. Träumen Sie, Herr Trommler? Ach, Sie können mir Ihre Träume erzählen, Herr Trommler. Bei mir sind Sie sicher. Nehmen Sie noch etwas Wein. Nun, ich habe diesen immer wiederkehrenden Traum, seit ich ein Kind bin. Ja, erzählen Sie bitte. In meinem Traum liege ich im Gras bei der alten Kirchenruine. Die Kirche, die im 10. Jahrhundert abgebrannt ist? Ja. Ich bin eigentlich mit meinen Freunden dorthin. Wir haben immer gespielt, dass wir ein Abenteuer erleben. Herr Trommler, das kann ich mir vorstellen. Als kleines Mädchen habe ich nämlich im Wald vor unserem Haus Ritter gespielt. Bitte beschreiben Sie mir Ihren Traum weiter. Natürlich. Also, ich liege im Gras. Und die Sonne scheint mir warm auf die Haut. Aber von Osten her sind sich dunkle Wolken. Und plötzlich spüre ich, wie Hände aus dem Boden kommen. Schreckliche, verdrehte Hände. Verrottete Haut, die wie Papierstreifen vom Fleisch löst und sie starten nach mir und zerren mich unter die Erde. Und ich spüre den kalten Boden und die nassen Würmer auf meiner Haut. Und ich lande in dieser großen, dunklen Höhle. Es gibt kein Licht. Nur das, was durch das Loch fällt. Und die Toten, die mich in die Tiefe gezogen haben, die ziehen sich in die Dunkelheit zurück. Und spüren noch was anderes. Etwas Großes. Ich höre Atmen. Und in der Dunkelheit bewegt sich mal so. Es ist nicht Natürliches. Ich bin vor Angst wie gelebt. Und wenn sich das Ding im Dunkeln auf mich stürzt, dann kann ich nur noch schreien und dann schreien. Und wenn ich aufwache, ist mein Gesicht nass und Tränen. Nur derselbe Traum. Erinnern Sie sich an etwas Außergewöhnliches auf diesem Friedhof, dort, wo Sie im Gras gelegen haben? Weiß nicht. Ich war bei meinem Grabstein. Name erinnert mich nicht. Denken Sie nach, Herr Trommler. Nehmen Sie noch einen Schluck Wein. Und denken Sie nach. Vielleicht mit Haaren. Futter oder so ähnlich. Ja? Was mit Reinig? Kann mich nicht mehr erinnern. In Ordnung, Herr Trommler. Schon in Ordnung. Das haben Sie gut gemacht. Vielen Dank, dass Sie sich mit mir unterhalten haben. Hoffentlich hat der Wein geschmeckt. Vielen Dank. Es war mir her, dass ich Wein getrunken habe. Ja, gut, Herr Trommler. Jetzt begleite ich Sie zurück in Ihre Zelle, ja? Denken Sie, dass es mir bald wieder gut geht und ich zurück zu meiner Familie kann? Na, da bin ich mir sicher. Ganz sicher. Thank you.
Уэсли. Эй, давай, Уэсли, подъем. Ну же, проснись, Уэсли. Бласковец. Я. Ну и влипли мы с тобой, да? Не знаю, как ты держишься. Уэсли. Тише. Есть у меня хитрость. Считаешь до четырех. Вдох. До четырех. И выдох. Ясно. Обязательно попробуй. Он здесь. Ты там живой? А? А, я уж испугался, что мы тебя потеряли. Грета, место. Грета проголодалась. Не хотел, чтобы мясо пропало зря. Думаю, ты понимаешь. Больной нацистский хуёк. Нацистский хуёк. А ты забавный. Наверное, в школе был главным клоуном. Что ж, шутки кончились.
Мой отец погиб от электрошока. Это частое явление в Руре. Помню, дядя сказал, что это случилось, потому что отец стоял в воде. Вода – проводник электричества. А наши тела состоят, правильно, из воды. Когда я нажму на кнопку, электричество через воду начнет поступать в твое тело, и ты почувствуешь такую боль, какой еще в жизни не было. Но если ты не хочешь этой боли, что вполне естественно, ты должен без промедления ответить на мой вопрос. Итак, кто твой связной в городке? Клаус. Что еще за Клаус? Санта-Клаус. Шуточки тебе не помогут, а вот правда поможет. Ну чего ты упираешься? Ваши ребята там помирают. На побережье, в полях жалкое зрелище. Все равно, что мухи крылышки отрывать. Вы проиграли войну. Когда я выберусь, буду жарить тебя на этом стуле, пока не сдохнешь. Считаешь до четырех. Вдох. Считаешь до четырех. Выдох. Спрашиваю последний раз, а потом убью. Кто твой связной? Да? А как закончу с тобой? Убью твою собаку. Пошел ты! Убил твою шавку, Руди. Achtung an alle Wachen! Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Theater angreift! Dort ist eine dreckige Ratte auf der Flucht! Ich will das Schwein tot sehen! Los! Thank you.
Прости, что не спас, друг. Grab PJ. Carry on with the plan. Grab a cable car to the village. Rendezvous with Kessler in the tavern. No hill for a stepper, right, Billy boy? No hill for a stepper.
электричество отрубили. Надо это исправить.
ein streunender Hund, der erledigt werden muss. Ist aus dem Kerker ausgebrochen und hat eine Menge Ärger verursacht. Aha. Einer von Helgas Irren. Ich glaube nicht. Aber verrückt ist der. So viel steht fest. Aber mich wird er nicht überraschen. Das sage ich dir.
Соображай, Биджей.